Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielmeer-Kanal. Leute, heute mal wieder eine neue Spardose für euch. Ja, wir sind wieder im Spardosenfieber angekommen und heute, da gibt es mal so einen Tresor für euch. Ja, den zu knacken ist, glaube ich, unmöglich, aber da gibt es am Ende des Videos, also nicht am Ende, sondern gleich im Video, einen vielleicht Lifehack für euch, einen Spardosen-Lifehack. Aber wir schauen uns jetzt als erstes mal diesen Tresor hier an. So, den muss man einmal knacken und dann gibt es noch einen Schlüssel, okay. Aber ich hab doch gar keinen Schlüssel jetzt. Och nö. Heißt das, ich komme gar nicht ran? Ich bin gespannt. Ich versuche jetzt erstmal hier den Tresor zu knacken. Normalerweise muss man ja Tresore knacken, indem man hier eine gewisse Zahlenkombination angibt. Ich versuch's mal mit meiner Lieblingsnummer, der 54. Und hier muss das, also ich denke, hier auf 12 Uhr muss immer die richtige Zahl sein, um den Safe hier zu knacken. Aber irgendwie, nein. Ah, da. Hat geklappt. Irgendwas zwischen 30 und 20. Und da sehen wir natürlich unseren Tresor. Und ist hier schon Geld drin? Nein, selbstverständlich nicht. So, ein Spartresor von Idena. Ich glaube, so einen ähnlichen hatten wir schon mal. Aber heute, wie gesagt, mal ein bisschen was anderes. Gibt ja noch gleich ein Lifehack. Ah, okay. Der Code ist 23. Und hier steht auch die Bedienungsanleitung oder... In der Bedienungsanleitung steht auch, wie wir dieses Produkt zu benutzen haben, dieses Spielzeug hier oder den Spartresor. Okay, wir müssen es für Kinder unter 3 Jahren fernhalten. Okay, wir müssen das auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich irgendwo aufbewahren. Und das kommt dann gleich. So, hier haben wir den Schlüssel und hier haben wir die Box für Geld. Wir könnten hier natürlich jetzt zum Beispiel normales Geld reinpacken, aber wir könnten selbstverständlich auch, ne, hier zum Beispiel könnt ihr jetzt sehen, ne, so... 50 Cent oder 2 Euro oder vielleicht auch mal nur 1 Euro oder vielleicht nur 5 Cent. Na? Und das wird dann hier gesammelt. Na, könnt ihr dann später rausholen wieder. Finde ich sehr, sehr schön. So, wenn ihr jetzt sagt, und jetzt kommen wir auch gleich zum Lifehack hier. Mal testen wir doch vielleicht jetzt erstmal noch hier den Schlüssel. Also wir haben hier 2 Schlüssel sogar tatsächlich. Na? Und ich glaube, das ist dann auch nicht mit dem Code zu knacken, genau. Also da können eure Geschwister auch oder eure Eltern den Code wissen. Das macht nichts, sie kommt trotzdem hier nicht an den Tresor ran. Und das, was hier drin ist, ne, muss ja nicht nur Geld sein, das können ja auch wichtige Briefe oder so sein. So, und dann hier der Code, den wissen auch natürlich nicht alle, also nicht weiter verraten. Ne, falls ihr einen anderen Code habt, ihr wisst jetzt meinen Code, also bitte nicht mein Geld klauen, Leute, ganz, ganz wichtig. So, wenn ihr jetzt aber sagt, ey... Ich vertraue meinen Geschwistern nicht oder meinen Eltern. Was weiß ich, Papa will bestimmt wieder irgendwas Neues für sein Auto kaufen oder Mama will irgendwas fürs Auto kaufen oder so. Dann gibt es jetzt ein Lifehack. Dafür braucht ihr natürlich eine zweite Spardose, Leute. Ne? Einen Geldautomaten für zu Hause. Wir haben jetzt den grünen Geldautomaten hier gewählt. Also wir haben ja noch die Bedienungsanleitung. Und wenn ihr sagt, die großen Scheine, die möchtet ihr ganz, ganz sicher verwahren. So, dann gibt es noch eine coolere Möglichkeit. Ne? Wir haben hier jetzt Batterien. Ne? Der Code müsste hier 4x0 sein. Ne, den kennen wir noch. Den können wir natürlich auch ändern. Ne, finde ich sehr, sehr cool. Also hier nochmal der Geldautomat für zu Hause, den wir natürlich schon kennen. Ich glaube, den haben wir schon im Sommer vorgestellt. Also in dieser Farbe. So. Ne, also, wir packen jetzt hier mal Geld rein. Wir kennen das hier mit dem Geldeinzug noch. Das müsste noch klappen. Ne? Okay. Ne, checken wir mal. Ob alles drin ist. Ja, da sind die 10 Euro. Kein Problem. Wir könnten natürlich auch ein bisschen Kleingeld. Ne? Hier kein Thema. Auch hier kann Kleingeld rein. Ne? Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet die Schlüssel eigentlich irgendwo aufbewahren, wo es ziemlich sicher ist, dann doch einfach. Ich tue nochmal die 10 Euro hier rein. Denn die möchten wir ja auch sicher drin verwahren. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr den Code hier im Kopf habt. Da könnt ihr die Schlüssel auch reinpacken, wenn ihr wollt. Ne? Und jetzt kommt keiner ran. Ganz wichtig, ihr dürft natürlich diesen Code hier nicht vergessen. Aber so kommt keiner an die Sachen ran. Ihr könnt es auch umgekehrt machen, ne? Dass ihr da die wichtigen Sachen habt. Na, also das ist eine doppelte Sicherung. Wisst ihr, was ich meine? Da kommt dann wirklich gar keiner ran. Da muss man das wirklich kaputt machen. Aber dann ist ja klar, wer es war. Und natürlich sollten wir hier vielleicht auch unseren Code hier reinpacken. Ne? Ihr könnt es auch umgekehrt machen, ne? Dass ihr die wichtigen Sachen hier reinpackt, ne? Und dann das hier.
drin bewahrt, könnt ihr wechseln, wie ihr wollt. Aber das war ein Spardosen-Hack hier heute für euch, Leute. Ein Lifehack, falls ihr zwei Spardosen zu Hause habt. Am besten so ein Spartresor und ein Geldautomat. Dann sieht es halt ziemlich cool sogar aus. Und ihr habt verschiedene Funktionen hier bei den Spardosen. Was sagt ihr, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch dieser Lifehack gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Ja, ich weiß, es ist ein ganz, ganz einfacher Lifehack. Aber ist halt so. Ihr könnt es natürlich auch irgendwo im Schrank verstecken. Aber ich finde, so ist es halt doppelt gesichert, ne, mit einem Code und so. Hier ist ein Code, da ist ein Code. Besser geht's gar nicht. Oh, wie war denn jetzt hier der Code? Oh, warte, warte. Oh, ich weiß es nicht. 111? Oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Oh, jetzt komme ich nicht mehr an die Schlüssel. Oh, das war's, Leute. Mein Erspartes ist weg. Ich muss irgendeine andere Lösung finden. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Kahn.